Der Torschuss ist zum 2:1. Sven Köhler ist jetzt bei mir. Sven Köhler, mit dem Kopf erziehst du auch nicht so viele Tore, oder? Du sagst gerade zu mir, du wirst unterschätzt. Ja, generell schieße ich erstmal nicht viele Tore, glaube ich. Ich bin jetzt nicht bekannt dafür, aber ich glaube, mein Kopfballspiel ist okay, in Ordnung. Ich komme halt nicht in so viele Situationen, aber jetzt hat es halt mal geklappt, da freue ich mich sehr drüber. Dann stell dir doch mal eben die Situation aus deiner Sicht. Ja, das Ding ist, wir haben es tatsächlich einstudiert, muss man sagen. Der Ball soll da schon in die Region kommen und ich soll den eigentlich auf den zweiten Pfosten verlängern, aber er fällt dann hinten rein und beschwere ich mich auch nicht drüber, ja. Also absolut gewollt, ich merke das schon, einstudierte Variante. Ihr habt heute eine richtig starke Mannschaftsleistung gebracht nach den 3 Niederlagen in Folge. Wie wichtig war das für euch auch als Mannschaft, hier heute so zurückzukommen und vor allen Dingen 90 Minuten auch so aufzutreten? Ja, ich glaube, das war eine richtig gute Leistung heute, mannschaftlich, und wir haben gefightet. Wobei ich auch sagen muss, wir fighten immer. Also auch in dem Spiel gegen Meppen, klar sieht das doof aus, wenn sich 11 Mann von denen hinten reinstellen und wir 2 Kontertore bekommen und alle sagen, wir fighten nicht. Zweite Halbzeit haben wir dann anscheinend gefightet. Also ich finde, wir fighten immer. Aber heute hat man es natürlich besonders gesehen und wir wurden dafür auch dann endlich mal belohnt. Ich fand nicht nur, dass ihr gefightet habt, ihr wart körperlich auch echt auf der Höhe. Ihr konntet echt diese laufstarke Partie richtig gut absolvieren und immer am Ende auch noch was draufsetzen, auch durch die Einwechselspieler natürlich. Das ging ja hoch und runter. Ja, da hat man gesehen, dass ihr noch was zusetzen könnt. Wie wichtig war auch der Support der mitgereisten Osnabrücker da an der Stelle? Ja, erstmal ist es überragend. Also ich glaube, das gibt es nicht so oft in der dritten Liga, dass Freitagabend in Berlin so viele Osnabrücker da sind. Das hat uns natürlich gepusht, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist einfach nur geil. Und klar, also wir haben erstmal einen breiten Kader, das muss man sagen. Sagt zwar jede Mannschaft irgendwie, aber bei uns ist es wirklich so. Bei uns kann man frei wechseln und da kommt Power rein. Und ich finde, wir sind generell fit, wir laufen viel. Und ja, es ist einfach schön, wenn man dafür belohnt wird. Und wie feiert ihr jetzt heute Abend? Ich meine, ihr habt eine lange Rückfahrt vor euch. Ja, wir werden es genießen heute und übers Wochenende. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, nach 3 Rückschlägen jetzt. Da ist es brutal wichtig, auch mal wieder zu gewinnen, ein gutes Gefühl zu haben. Aber wir werden jetzt nicht die Hütte abreißen oder so, weil nächste Woche geht es weiter und wir wollen genauso weitermachen. Genau. Heimspiel gegen Hallischen FC, da legt ihr nach Freitagabend Bremerbrücke Flutlicht. Was geht denn hier vor? Ist ja das erste Mal, dass auch wieder ausverkauft sein darf, theoretisch. Wie fühlst du dich, wenn du daran denkst? Ja, jetzt heute denke ich irgendwie noch nicht daran. Ich will erstmal wieder den Sieg genießen. Aber so, wenn ich in die weite Ferne schaue und an das Spiel denke, habe ich richtig Bock. Das ist klar. Und ich hoffe, nach dem Spiel kommen dann auch richtig viele Osnabrücker, dass wir da ein Fest draus machen. Und genau mit der Leidenschaft von den Rängen und auch auf dem Platz. Und dann ja, das Spiel erfolgreich bestreiten. Ja, dann erstmal eine schöne Rückfahrt und eine angenehme, ruhige, entspannte Feier. Vielen Dank.